Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play GTA 3, heute am 5.7. um 18.10 Uhr. Ja, mitten in der Woche in der Aufnahme. Oh mein Gott, wie kann das sein? Ja, ich bin heute etwas früher nach Hause gekommen als erwartet. Habe auch gerade noch Sport gemacht und wir gehen gleich noch ins Kino. In Leon, der Profi. Ja, den spielen sie hier in Duisburg. Und ja, ich habe noch so ein Stündchen Zeit und habe mir eigentlich gedacht, eigentlich kann man jetzt hervorragend irgendwelche Nebenaufgaben eine Stunde lang machen. Ob es jetzt irgendwelche Stunts sind, ob es Amokläufe sind, was auch immer. Oder aber Bürgerwehrmission, ja. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Habe ich mir gedacht, kann man mal machen. Wir nutzen selbstverständlich wieder den Trick, dass wir kurz ins Pausenmenü gehen, die Leute dann aussteigen und die dann über den Haufen ballern. Ist zwar vielleicht feig, aber geht so ein bisschen schneller. Wir müssen dafür jetzt ja keine unnötige Zeit investieren. So, hier fehlt jetzt glaube ich auch noch 7 Stück. Ich lasse die Sirene jetzt auch einfach mal aus. Achso, der ist ja gerade da reingedüst. Der ist ganz schön schnell, der Kollege da vorne. Und eventuell finden wir die einen oder anderen Wagen, den wir vielleicht noch gebrauchen können für die Import-Export-Geschichten. Ich habe nur getroffen. Ich habe es ganz genau gesehen. Ey, ich glaube nicht, das Auto. Hatten wir schon mal. Ich treffe ihn nicht. Ich bin echt zu dumm, ne? Kann das sein? So, meine Fresse. Was eine schwere Geburt. Unglaublich. Jetzt suche ich sogar die Polizei. Ich meine, okay, ich habe auch ein bisschen rumgeballert, aber ist okay. Ja, ich werde jetzt nur so lange Missionen machen, bis ich halt... Nein, scheiße. Da waren die Bremsen nicht mehr gut genug oder die Fahrbahn zu nass, je nachdem. Nein, bis ich den vierten Bestechungsstern bei mir im Versteck freigeschaltet habe. Weil da bin ich zumindest, was Bürgerwehrmission betrifft, auch mit diesem... Ja, mit dieser Map fertig. Ja, guck mal, da vorne haben wir doch direkt schon wieder einen. So, schon wieder in so einem Lieferwagen. Das ist total cool. Der Trick ist echt top. So, dankeschön. Und schon wieder suche ich die Pulse. Ich werde wahnsinnig, ne? Gut, ich mache Drive-Bys, ne? Was erwarte ich eigentlich? Eigentlich bekomme ich genau das, was ich verdient habe, wahrscheinlich. Hey, steig schön aus, Kollege. Sag mal! Ui! Die Pulse. Was hat die jetzt hier verloren? Gut, die wollen mich höchstwahrscheinlich stoppen. So. Der Trick funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert der Trick nicht mehr? Das finde ich nicht cool. Wirklich nicht. So, haben wir einen so halboffiziell zumindest mal kaputt gemacht. Tschüss. Tschüss, Motorhaube. So, schauen wir mal. Ach, guck mal, der kommt direkt mir entgegen. So muss das sein. Der Trick funktioniert nicht mehr. Warum nicht? Das ist doch scheiße. Oh, ich habe mich so darauf verlassen. Oder muss ich hinter dem herfahren? Okay. Hallo, Laterne. Haben wir schon wieder San Martin. Ui. Der hat eine dicke Waffe. Okay, danke schön. Anstrengender als erwartet. 2 oder 3 Stück müssen wir noch. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Heißt, er ist ein bisschen weiter entfernt. Komme ich hier? Ah, ne, durch den Park fahre ich nicht. Das ist mir zu huckelig. So, das war ja bestimmt der Grund, warum ich mir überhaupt einen Polizeiwagen ins Versteck gerammt habe, weil ich wusste jetzt gerade kurz vor der Aufnahme nicht mehr, was wollte ich jetzt nochmal als nächstes machen. So, aber jetzt haben wir es ja. Oh, ein Patriot, schön. Schönes Teil, schönes Teil. Scheiß Rallye, aber schönes Auto. So, genau. Machen wir entspannten, ne? Zack. Nummer 5. Da waren es nur noch 2. Aber hier ist überall Polizei, kann das sein? Bikrillante Bonus. Si. So, Nasiux. Ach. Das sind aber alles leider uninteressante Fahrzeuge für mich. So. Da war es nur noch einer. Sehr gut. Der fährt gerade hoch. Oder? Ja, der ist oben. Scheiße, okay. Ja, gut. Kommen wir hier irgendwie auf die Straße? Jo. Wo ist denn jetzt genau? Ja, aber der ist oben am Highway. Ich hoffe, wir kriegen den noch. So viel Zeit ist jetzt auch nicht mehr. So, jetzt haben wir ihn aber gleich. Da vorne fährt er wieder ein Patriot, oder? Jawohl. Schön in Golfkriegstarnfarben.
So. Nein, nicht mich festnehmen. Police Bike delivered to Hideout. So, wenn wir schon mal hier sind. Wir sind ja hier quasi so direkt in der Nähe von den, sag schnell, vom Feuerwehrauto. Schwieriges Wort, Dennis. Da können wir uns jetzt hier direkt nämlich erstmal um die nächsten, ui, Brände kümmern, die wir löschen können. Und damit mache ich nicht meinen Durst. War das hier? Ja, perfekt. Sisse. Polizeiwagen haben wir auch schon abgeliefert in, an dem Kran in Portland. Feuerwagen glaube ich noch nicht. Firefighter! Der muss ja direkt hier um die Ecke sein. Hier machen wir mal eine Sirene an. Sirene an, habe ich gesagt. Will ja nicht. Na! Willst du mich verarschen? Ich habe so auf den Knopf gedrückt, ne? Habe ich das eigentlich erzählt, als ich die Krankenwagenmission gemacht habe? Wollte ich auch eine Sirene anmachen. Ich bin auf den falschen R-Knopf gekommen und habe einfach die Mission direkt beendet. Ja. Auf Level 10 oder so. Also von 12. Ja, ich glaube, den kriege ich nicht. Alter, oh, straffes Zeitlimit, ne? Ja, wobei, das könnte noch was werden. Das könnte noch was werden. So. Dankeschön. 250 Schleifen. Das schießt mich doch nicht ab. Da habe ich doch gar nichts getan. Oder habe ich dem Kartell schon irgendwas angetan? Ich weiß es nicht. Gut, die haben die Verrückten auf mich gehetzt. Aber das ging eigentlich gegen Yakuza, so nicht gegen mich, oder? Ich hoffe es zumindest. Wer es überhaupt von den, vom Kartell kam. Karl! Das finde ich ein bisschen schade. Man kann ja leider nicht für jede, für jede Gang tätig werden. Das finde ich total cool, wenn es hier sowas wie bei GTA 2 gäbe. Also halt auch das Bandenprinzip, ne? Mit entsprechender Sympathie und sowas. Würde halt den Spielfluss ein bisschen stören. Aber finde ich jetzt hier gar nicht so schlimm, eigentlich, ne? Also man wirklich auch ein bisschen was fürs Kartell machen kann. Ich meine, so ein paar Telefonmissionen, die ja, weihen uns ja schon mal in eine andere Gang ein. Wie in Portal zum Beispiel die Diabolos. Wie heißt die überhaupt so? Ich habe keine Ahnung. Oder halt die, na komm, wir fahren hier einfach wieder den Rasen runter. Oder jetzt auch hier die, Yardies zum Beispiel. Blalalalala. Okay, wenn er einmal rollt, dann rollt er auch, ne? Rollpartinger. So, einmal scharf rum. Ja, ich habe hier ein bisschen größeres Gefährt. Tut mir leid. Ich brauche den Platz. Ja, das hätte ich cool gefunden, ne? Halt so auch mit dem Schwierigkeitsgrad, je nach Loyalität, andere Mission. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt nochmal ein Spiel gab, wo das dann nochmal so, oder in dem Teil, wo es dann so realisiert wurde. Das fand ich im zweiten Teil wirklich sehr nice. So, drei. Ich habe ein paar Bücher schon gemacht, oder? Kann das sein? Ich bin jetzt, ich muss gleich mal kurz meine Statistik mal checken. Ja, der Feuerwehrwagen, der hält viel aus. Ich habe jetzt schon ein paar Kugeln drin, aber der qualmt niemals. Das finde ich sehr, sehr gut. Macht Platz! Well. Okay, machen sie auf jeden Fall. Die fahren sogar in Häuserwände. Feuerwehr ist hier offensichtlich sehr, sehr groß geschrieben, das Thema. Brandschutz! Dankeschön. Ah, ich fahre sogar mal in die richtige Richtung. Ich werde wahnsinnig, ey. So, aber ich kriege jetzt keine separate Meldung, wenn ich, hier auch die 20 geschafft habe. Weil bei 20 am Stück habe ich ja damals eine Trophäe bekommen. Und bei... Wenn ich alle habe, bekomme ich jetzt die Belohnung. Das heißt, da muss ich auch Shoreside, also das dritte Gebiet quasi, fertig machen. Kurz und sogar die Gang macht Platz für mich. Das ist doch nett. Vielleicht um die aufzufallen. So. Ja. Jetzt schießen sie mich doch wieder an. Okay, jetzt haben sie doch gerade, dass ich keine Uniform trage. Nee, aber ich muss da gleich einfach mal gucken. Jetzt haben wir schon 5. Das geht eigentlich auch recht flott mit der Feuerwehr. Das finde ich sehr angenehm. Und ich meine, das war damals bei Weiß... Nein. San Andreas gewesen, wo ich die Feuerwehrmission richtig gerockt habe. Ich weiß auch nicht, wie ich das damals gemacht habe. Wie so 40, 50 am Stück oder so gemacht habe. Ich weiß, das wäre vielleicht, hätte vielleicht auch funktioniert. Aber ich glaube, das ist ja diese kumulative Zeit, die ich dann ansammle, ne? Auch bei dem Bürgerwehrmission habt ihr gesehen, ne? Für den ersten... Wow. Für die erste Mission hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 4 Minuten Zeit. Dann habe ich die quasi bei 3 Minuten 30 geschafft, also den ersten Verbrecher zu fangen. Und danach waren es nur noch 2 Minuten, ne? Und das ist halt ein bisschen doof. Ah, Kenji, hier sind wir, alles klar. Und eine Limo, die brennt. Oh, die Polizei noch ein bisschen nass. Ja, die können wir auf jeden Fall wenden. Oh ja, Gott. Ach, scheiß drauf, das ist Rasen, das macht den Wagen nicht kaputt. Kann auch hupen. Nope. Hupen von so scheiß Feuerwehrautos, das sind so gottverdammt laut. So.
und deren nächste Biete. Ich glaube, hier wieder kumuliert die Zeit, glaube ich, oder? Ich weiß es aber auch nicht. Kann ich wieder hoch oder wieder rum? Aber wir können auch erstmal mal gucken, wie viel Brände ich jetzt überhaupt gelöscht habe. 40 wäre unser Ziel. Wo ist das denn hier? Ah, hier müsste es dann. Killed. 31, also 9 Stück noch. Ist in Ordnung. Also bei 16 müsste ich aufhören. Oder könnte ich aufhören, besser gesagt. Oder bis ich ein interessantes Auto finde, ne? Nehme ich auch. So zum Beispiel ein Panzer könnte ich auch mal löschen, oder? So, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Ah, war natürlich falsch. Das ist so klar, ne? Das ist so klar. Naja, war jetzt aber kein krasser Umweg. Was habe ich für den Brand nochmal eine Minute Zeit bekommen, ey? Krass. Du sollst nicht auf meine Spur wechseln, weil ich die fucking Sirene anhab. Platz machen, das ist eigentlich so der Sinn der Sache. Okay, fahren wir einmal hier über den kleinen Pudding drüber. So. Ui. Okay. Das ist auch ein kleiner Teich, habe ich gesehen. Der Grafikaufbau, den fand ich eigentlich früher immer sehr charmant. Also beziehungsweise, der hat mir eigentlich eher Sorgen gemacht, muss ich sagen. Weil es meistens Anzeichen dafür war, hör mal Dennis, ne? Du spielst jetzt gerade schon 3 Stunden am Stück GTA. Und die PlayStation ist die ganze Zeit am Arbeiten, die PlayStation 2. Die ganze Zeit am Datenstream und was weiß ich was, ne? Ich glaube, die schmiert gleich ab. Das wurde echt, je länger man das spielte. War wahrscheinlich auf dem PC anders, aber auf der PlayStation war es echt so, je länger man das spielte, ne, umso instabiler wurde das Spiel. War eigentlich sehr interessant. Und die Fragmente kamen auch immer näher, ne? Also der Grafikaufbau war quasi immer später erst da. Und ja. Irgendwann, ne, hat es dann meistens dann wirklich. Oder ich habe den Geist aufgegeben, weil es einfach nicht mehr spielen ließ. So, das Problem haben wir jetzt hier natürlich nicht. Den Grafikaufbau haben wir zwar trotzdem noch, aber halb so wild, halb so wild. Ach, guck mal, jetzt sind wir einmal im Kreis gefahren, wie schön. Bin echt ernsthaft am Überlegen, ne? Jetzt haben wir nur noch. Was habe ich gesagt? Scheiße. 31 waren da, 6 hatte ich 15. Bei 15 muss ich aufhören, oder? Ich weiß nicht. Zeit haben wir auf jeden Fall genug. Die Frage ist nur, hält das unser Feuerwehrwagen aus? So, jetzt weiß ich auch, wo der Feuerwehrwagen ist ungefähr. Tup, trup, tup, tru. Ja, wieder so ein kleines Gelöt hier. Kleinstfahrzeug. $2.750. Da merkt man halt schon, also wenn man Kohle braucht, ne? Feuerlöschen bringt es volle Kanne. Aber an sich, man braucht hier keine Kohle mehr. Es ist in späteren Teilen besser gelöst, ne? Oh, bitte sei unten, bitte sei unten, bitte sei unten. Ja, danke. Nee, weil da kann man ein bisschen mehr mit der Kohle noch machen. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten für die Leute, die es halt noch nicht kennen. Aber hier, ey, hier kann ich Waffen kaufen. Ui. Ich kann mir aber auch einfach meine Waffen aus dem Versteck holen, weil ich hier Päckchen gesammelt habe. Mhm. Und das ist weniger Arbeit, nicht? Wir haben natürlich mit dem Päckchen sammeln ein bisschen Zeit zugebracht. Ja, das ist korrekt. Aber jetzt auch nicht so viel, dass ich denke, alter Vater, lohnt sich ja gar nicht. Aber die Belohnungen, das sind ja wirklich Belohnungen, ne? Da freut man sich ja drüber. Allein schon eine Panzerung versteckt zu haben, ist so viel wert, ne? Oder die ganzen Waffen, dass man nicht immer zum Ammunition latschen muss, sondern nach jedem Safen kann man sich dann quasi wieder neu ausrüsten. Und die Waffen, die ich ja mittlerweile habe, die sind ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ich benutze meistens nur die Uzi, ne? Aber immer habe ich auch mal ein schönes Scharfschützengewehr, ne? Ui. So, ja gut, Pistole ist halt aber auch gut für den Anfang. Also, gerade bei den alten GTA-Teilen hätte ich mir sowas gewünscht, ne? Weil das war teilweise echt nötig, da erstmal wieder eine Panzerung oder sonst irgendwas zu finden. Da kann man sich auch nichts kaufen. Außer Speicherpunkte. Da ist ein. Wie lange spät ich das auch gerallt habe, gerade im zweiten Teil. Weißt du, im zweiten Teil, wo man in der Kirche speichern konnte? Genau, im ersten Teil bei London war es ja, glaube ich, so, dass man die Mission am Stück quasi durchknallen musste. Wo wir auch wieder bei dem Thema der Stabilität der Spiele werden, je länger man das spielt, ne? Aber hat auch funktioniert, ne? Und hat auch richtig Bock gemacht, muss ich sagen. So, der letzte, glaube ich, ne? Du bist doch der letzte. So, schauen wir mal rein. Was unsere Statistik so sagt. Müssen jetzt 40 sein, vielleicht. Und. Ja, 40. Nein, falsch. 39. Wird wahnsinnig. Okay, muss ich doch noch einen machen. Dann war ich doch schon bei 7. Habe ich mich verzählt oder verguckt? Ich hatte die 6 im Kopf wegen 16. Das kann auch sein. Ist ja auch egal.
Er ist ja auch quasi direkt ums Eck. In den paar Sekunden kommt er auch noch klar. Ein Mr. Whoopi. Schau mal einer an. Brauche ich nur leider nicht mehr, den habe ich schon weggebracht. So, das reicht jetzt. Okay, wir können höchstens nochmal den nächsten gucken. Willst du schon sprechen möchte oder sowas in der Richtung? Willst du mich verarschen? Noch ein Mr. Whoopi? Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir noch. Okay. Nun. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding jetzt einfach mal in die Luft fliegt, ne? Aber ist okay. Sieht in meinem Fahrzeug aus. Es brennt ja nicht mal. Also, ich meine, es qualmt ja nicht mal. So, ist jetzt hier der Untergrundtunnel, wo ich jetzt hier wieder durchkomme. Ich will nur zurück nach Portland. So, ich fahre gerade drüber hinweg, ne? Kann das sein? Aber das ist die Brücke, die ich nicht brauche. So, ich und meinen Scheißweg nach... Entschuldige bitte. Mein Scheißweg nach Portland, ne? Den finde ich nie. Ich fahre auch immer zur falschen Brücke, grundsätzlich. Na, wie gesagt, irgendwo gibt es ja auch noch einen Untergrundweg. Ihr müsst jetzt nicht ins Wasser fahren, nur weil ich hier meinen scheiß Horn anhab, echt. Wie schön, dass da links gerade einfach mal eine Säule verschwunden ist, ne? Gefällt mir. Ah, ich will nicht... Ich sag doch echt Banane. Okay, jetzt könnte ich vielleicht... Ja, ich jetzt qualm mich ein bisschen mehr. Das ist schon korrekt, ja. Die Polizei sucht mich immerhin nicht mehr. Das ist ein Weltmeister. Der ist mir wichtiger. Okay, jetzt, Dennis, nicht verkacken. Nicht verkacken.